Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung Macht, Sprache und Artificially Correct, eine Diskussion mit Shada Kurt und Lan Hornscheid. Schön, dass Sie alle da sind. Mein Name ist Anna von Rath und ich führe Sie heute durch den Abend. Und bevor ich unsere wunderbaren GästInnen vorstelle und wir inhaltlich einsteigen, möchte ich aber erst noch so ein paar organisatorische Dinge sagen. Sie können der Veranstaltung auch auf Englisch folgen. Dazu klicken Sie einfach auf den kleinen Globus. Und an dieser Stelle vielen Dank an unsere DolmetscherInnen Alexandra Berliner und Pavel Sirotkin. Ich denke, die Information wird auch im Chat geteilt. Ich sage es auch nochmal auf Englisch. Before we start, I'd just like to point out that you can also follow this discussion in English. You just need to click on the little globe in your Zoom window and choose English. Außerdem gibt es auch eine Untertitelung auf Deutsch. Dazu klicken Sie einfach auf CC. Ich hoffe, Sie finden sich alle zurecht. Einige von Ihnen haben schon Ihre Videos an. Das ist schön. Auch bei Online-Veranstaltungen ist es schön, ein paar Gesichter zu sehen, um so ein bisschen mehr das Gefühl von einer ja, Veranstaltung in einem Raum zu haben. Wir nehmen die Veranstaltung auf, aber keine Sorge, es werden nur diejenigen zu sehen sein, die sprechen. Und ja, wir haben Sie alle stumm geschaltet und bitten Sie auch, die Mikros auszulassen. Für die Interaktion können Sie gerne den Chat benutzen. Wir laden Sie auch ganz herzlich ein, im Chat Fragen zu stellen, thematisch passend zum heutigen Abend. Bitte bei der Wortwahl respektvoll bleiben. Und ich reserviere dann am Ende der Veranstaltung Zeit für Ihre Fragen. Genau, und heute Abend wollen wir mit Shada Kurt und Lan Hornschein über politisch sensibles Schreiben, Sprechen und Übersetzen diskutieren. Und ich erkläre noch ganz kurz, wie wir dazu kommen. Ich betreibe mit Lucy Gasser das Online-Magazin Pokolit für postkoloniale Literatur. Wir lesen Bücher auf Englisch und Deutsch im Original oder übersetzt. Und als bilinguale Plattform veröffentlichen wir alle Rezensionen, Essays oder Kommentare zu diesen Büchern ebenfalls auf beiden Sprachen. Und beim Lesen, Schreiben und Übersetzen stoßen wir oft auf sprachliche Herausforderungen, vor allem wenn es um politisch sensible Themen wie Race, Gender, Sexualität, Zugehörigkeit und so weiter geht. Und um diese Schwierigkeiten mit möglichst vielen Leuten zu diskutieren, um Neues zu lernen und auch Lösungen für Ideen zu, also Ideen für Lösungen zu finden, haben wir gemeinsam mit dem Labor für Gestaltung völlig ohne das Projekt Macht Sprache ins Leben gerufen. Bei Macht Sprache geht es um das Sammeln und Diskutieren von politisch sensiblen Begriffen und ihre Übersetzungen. Und alle, die Interesse haben, können sich gerne auf machtsprache.de beteiligen. Und das heutige Event entspringt dem Wunsch, dass wir uns zusätzlich ganz gezielt von ExpertInnen mehr Wissen und Input holen möchten. Dieses ganze Wissen, das in den Diskussionen und in den Events dann zusammengetragen wird, fließt gegen Ende des Jahres in eine App, die beim Übersetzen von politisch sensiblen Begriffen unterstützen soll. Und Kooperationspartner des heutigen Abends ist das Goethe-Institut mit ihrem Projekt Artificially Correct, weil dieses Projekt ganz ähnliche Interessen verfolgt wie Macht Sprache. Aber das erzählt Sina am besten kurz selbst. Ja, genau, sehr gerne. Ja, also wir freuen uns auch sehr über dieses Event und sind schon sehr gespannt auf die Diskussion. Im Projekt Artificially Correct befassen wir uns mit dem Thema Bias in der Übersetzung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.
Wir, das sind die Goethe-Institute in Irland, Großbritannien, den Niederlanden und den nordischen Ländern. Mein Name ist Nina Grotefels und ich arbeite für das Goethe-Institut in Rotterdam. Und zusammen mit meiner Kollegin Alexandra Stang vom Goethe-Institut Finnland koordiniere ich das Projekt. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kommt der Bias in die Übersetzung und was können wir dagegen tun? Denn hinter künstlicher Intelligenz steckt immer der Mensch, der die Anwendung entwickelt hat und selber natürlich auch seine Vorurteile hat. Und auch die Daten, auf denen Übersetzungsmaschinen basieren, sind natürlich menschengemacht. Daher bieten Übersetzungstools nach wie vor oft auch Stereotype als erste Übersetzungsvariante an, auch wenn sich das nach und nach immer mehr verbessert. Besonders in den Bereichen Gender, Race und Identität sind da oft noch Schwachstellen. Und auch politisch korrekte Ausdrücke sind ihnen oft nicht bekannt. Und mit unserem Projekt Artificially Correct wollen wir auf dieses Problem aufmerksam machen. Und wir planen, ÜbersetzerInnen, AktivistInnen, ErfahrungsexpertInnen und ExpertInnen für künstliche Intelligenz zusammenzubringen. Und im Herbst planen wir dann einen Hackathon, bei dem wir versuchen wollen, mit Ihnen zusammen Tools zu entwickeln, die den Bias in der Übersetzung durch künstliche Intelligenz erkennen und oder minimieren. Und dort sind Sie natürlich auch herzlich zum Mitmachen eingeladen. Aber heute freuen wir uns jetzt erstmal auf die spannende Diskussion mit Ihnen und den SprecherInnen natürlich. Danke, Lina. Gut, dann möchte ich jetzt endlich Shader Kurt und Lan Hornscheid vorstellen. Shader Kurt ist freie Journalistin, Moderatorin und Autorin. Vor ein paar Monaten erschien ihr Buch, das ich auch hier liegen habe, Radikale Zärtlichkeit, warum Liebe politisch ist, bei HarperCollins Germany. Shaders Arbeitsschwerpunkte sind Philosophie, Kultur, Innenpolitik und intersektionaler Feminismus. Außerdem gibt Shader Workshops zu diskriminierungssensiblem Sprechen. Genau. Lan Hornscheid unterrichtet, hält Vorträge, schreibt und hat den Verlag Worten und Mehr mitgegründet. Bei Lans Arbeit geht es viel um Sprache und Antidiskriminierung. Und Lans neuestes Buch, das Lans zusammen mit Jan Sammler herausgegeben hat, ist ein Handbuch zu Gender und Sprache mit dem Titel Wie spreche ich divers? Wie spreche ich gendergerecht? Und jetzt würde ich euch beiden einladen, ganz kurz selbst ein paar Worte zu euch und eurer Arbeit zu sagen. Shader, würdest du anfangen? Klar, kann ich gerne machen. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ihr hört mich alle gut. Ja, also wie Anna schon gesagt hat, beschäftige ich mich seit einigen Jahren eben mit Sprache, weil ich auch mit Sprache arbeite. Aber vor allem als Kulturjournalistin hat das, glaube ich, für mich nochmal, stellt sich da nochmal eine sehr zentrale Frage, zum Beispiel nach Repräsentation. Also wie werden Menschen zum Beispiel repräsentiert? Eben in der Betrachtung von medialen Produkten, wie werden sie charakterisiert und beschrieben, also in Bildern und Worten, im Film oder in Büchern, in Texten, welche Eigenschaften werden ihnen zugeschrieben, welche ihnen verweigert. Deswegen beschäftigt mich diese Auseinandersetzung eben schon sehr lange und war auch bei meinem, ja, bei meinem Ausgangspunkt oder als ich angefangen habe, über dieses Buch nachzudenken, das vor einem Jahr, vor einem Monat, 1,5 Monaten rauskam. Auch eben ja ganz zentral und irgendwie eine konstante Weggefährtin. Und was vielleicht interessant ist, auch der Arbeitstitel für das Buch war ganz ursprünglich eine neue Sprache der Zärtlichkeit. Damit war aber eigentlich auch nie eine rein eben gesprochene oder geschriebene Sprache gemeint, also nur Worte und Laute, sondern schon eher Systeme symbolischer Repräsentation, also mediale Bilder, was ich eben angesprochen habe. Wissensproduktion, wo kommt das Wissen über die Diebe her? Wie wird sie formuliert und kanonisiert? Was hat es mit Zuschreibung von Identitäten zu tun? Kommunikation und das unmittelbar Zwischenmenschliche, auch der Blick aufeinander, was ja auch immer irgendwie Kommunikation ist. Das kam aber nie so bei Dritten an, dass ich das so meine. Also sehr viele Verlage haben dann gedacht, so, aha, schreiben Sie jetzt einfach ein Buch über Sprache oder da gibt es ja so eins, das ist so letztens rausgekommen, weshalb ich das dann ein bisschen überworfen habe
aber auch vor allem, weil ich auch selber im vergangenen Jahr eingesehen habe, dass mir allein dieser Fokus auf Sprache im Sinne symbolischer Repräsentation vielleicht gar nicht reicht, wenn er für mich nicht eben auch gewisse materielle Systeme, die eben Menschen kategorisieren in gewisse Verhältnisse, zwängen. Damit meine ich gewisse Arbeitsverhältnisse, Wohnverhältnisse und vielleicht in einem traditionelleren, materielleren, eine Analyse oder marxistische Analyse in dem Sinne, eben auch diese Produktions- oder Besitzverhältnisse irgendwie auch mit in den Vordergrund rücke und irgendwie sehe, wie symbolische Systeme eben mit materiellen Systemen oder materieller Gewalt eben auch zusammenhängen und miteinander verzahnt sind. Und dass ich eben nicht nur zum Beispiel darüber schreibe, inwiefern unsere Sprache immer noch mit kolonialrassistischen Entmenschlichungen durchtränkt ist, sondern warum auch diese Entmenschlichung überhaupt gebraucht wird. Und das immer noch. Und dass es da eben um damals, wie auch heute, natürlich in gewissen anderen Kontexten, um eben koloniale Bestreben, zum Beispiel nach Macht, Geld und Ausbeutung von Körpern geht und ihrer Umwelt. Und da die Rechtfertigung dafür gebraucht wird, dass das in Ordnung ist, weil das Kolonisierte gegenüber sowieso nicht menschlich ist. Also dass diese sprachliche Ebene immer gekoppelt ist an gewisse materielle Verhältnisse und Herrschaftskämpfe in dem Sinne. Und daher bin ich auch heute davon überzeugt, dass zum Beispiel allein eine andere Sprache oder auch eine zärtlichere Sprache keine andere Gesellschaft erschafft, solange diese Gesellschaft eben immer noch eine neoliberale, turbokapitalistische, ausbeuterische ist, solange Rassismus, Sexismus und Co. Strukturell und institutionell verankert sind. Und genauso glaube ich auch nicht, dass es in ungerechten Verhältnissen eine vollkommen gerechte Sprache geben kann, weil eben unsere Sprache in diesen Verhältnissen immer Menschen ausschließt. Und damit meine ich nicht nur Geschlechtsidentitäten jenseits der binären Norm, sondern auch zum Beispiel ganz faktisch Menschen, die von einem kanonisierten bürgerlichen Wissen ausgeschlossen sind oder der Art und Weise, wie dieses formuliert werden soll. Arme Menschen, rassifizierte Menschen, migrantische Menschen, Menschen, die Deutsch nicht als Erstsprache sprechen und eben auch Sprache oft dazu dient, eben auch Menschen irgendwo zu disziplinieren oder auch ja, zu bestrafen in der Schule oder auf dem Amt. Aber ich bin dennoch davon überzeugt und deswegen bleibe ich auch weiter an dem Thema, dass zu einer gerechteren Gesellschaft oder einer anderen Gesellschaft auch ein anderes Übereinander und Miteinander sprechen gehören muss. Und dass es auch in bestehenden Verhältnissen zumindest eine Annäherung an eine gerechtere Sprache geben kann. Und ja, und weil ich das eben denke, hat auch Sprache dezidiert jetzt auch wieder einen Platz in meinem Buch eingenommen, weil ich auch denke, dass es auch zu einem anderen Miteinander eben gehört und zu einer zärtlicheren Gesellschaft. Und da habe ich dann einfach meinen ursprünglichen Arbeitstitel übernommen, eine neue Sprache der Zärtlichkeit. Und da gibt es auch ein Unterkapitel, in dem es konkret um Namen, Worte und Gespräche geht. Aber bevor ich hier weiter in meinem Monolog weiterquatsche, weiß ich nicht, würde ich gerne vielleicht mal den Ball zurückspielen und später nochmal darauf zurückkommen. Genau. Ja. So viel erstmal von mir. Vielen, vielen Dank. Da waren jetzt schon wahnsinnig viele Punkte drin. Bevor wir dann auf einzelne Dinge eingehen, möchte ich Lan einladen, auch erstmal noch ein paar Worte zu teilen. Ja, danke, Anna. Ja, ich kann mich voll anschließen, Shada, an alles, was du gesagt hast. Ja, also total cool auf den Punkt gebracht, ja, weil ich höre häufig in Vorträgen eben immer, ja, aber warum sollen wir jetzt Sprache ändern? Wir müssen doch erstmal die materiellen Verhältnisse ändern. Eben, ja? Und ja, ich finde, das eine geht nicht ohne das andere. Ja? Also ich würde jetzt nochmal den Punkt stark machen. Es ist nicht nur so, finde ich, dass es in einer ungerechten Gesellschaft kann es keine gerechte Sprache geben, aber dass es auch einer Sprachveränderung bedarf, um daran zu arbeiten, dass eine Gesellschaft gerechter wird. Also es ist für mich nicht nur symbolisches Beiwerk oder Schmuck oder so, sondern damit bestimmte Sachen überhaupt erstmal vorstellbar sind, brauchen wir auch den Mut, uns Sprache wieder anzueignen und nicht zu glauben, dass es einfach ein System ist, was wir die ganze Zeit ja benutzen müssen, um verständlich zu sein oder korrekt zu sein oder was auch immer, sondern den Mut zu merken,
dass in dem, wie wir sprechen und schreiben, dass da die Diskriminierungen ganz tief eingegraben sind. Und auch wenn uns das dann so natürlich vorkommt, spricht es eher dafür, wie selbstverständlich und wie verselbstständigt eben viele strukturelle Diskriminierungen geworden sind, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken können, sondern das Gefühl haben, ja, das ist doch so, was soll ich denn jetzt anders sagen? Oder du weißt doch, was ich meine oder sowas, ja. Und da, also das wäre mein Ansatzpunkt dazu, also wirklich nur flankierend zu dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben, ist daran zu arbeiten, sich selbst Sprache wieder anzueignen, A, B, Sprache als Handeln zu verstehen und nicht als ein Beiwerk und nicht als etwas, was nachgeordnet ist und nicht als etwas, was irrelevant ist, sondern als das, was wir machen können. Wir können anders sprechen, wir können respektvoll miteinander sprechen und wir können andere Fragen stellen und wir können die Leerstellen hören, also egal, ob es jetzt ist in Bezug auf, welche Personen reden dürfen, als auch welche Themen angeschnitten werden oder wie diese Themen gefüllt werden. Wir können, und das ist gerade viel bei mir Thema, Normalität entnormalisieren, indem sie benannt wird, weil das, was normal als normal gilt, ist ja das, was das Machtvolle ist. Privilegien ist ja das, was das Machtvolle ist und gewaltvoll ist. Und die sind in der Regel entnannt. Also ich benutze aktiv dieses Wort entnannt und nicht unbenannt, um zu sagen, es ist auch eine sprachliche Handlung, etwas nicht zu benennen. Und da etwas zu verändern, könnte Wahrnehmung verändern. Das Sprache, das macht, zeigt sich für mich alleine schon daran, dass es so eine unglaubliche Aufregung gibt, wenn Menschen neue Sprachformen einführen oder vorschlagen. Ja, also ich habe da ja mal, als ich noch an der Humboldt-Uni eine Professur hatte, habe ich da ja also tausende von Hate-Mails bekommen, weil ich bei mir auf der Seite geschrieben habe, ich verstehe mich nicht als Frau oder Mann und bitte, dass ich zukünftig mit der X-Form benutzt angesprochen werde. Da habe ich nicht geschrieben, qua meines Amtes sage ich jetzt, es gibt kein Geschlecht mehr oder irgendwas. Und trotzdem haben Menschen auf eine persönliche Bitte hin so reagiert, als würde ich irgendwie, als wäre es der Untergang des Abendlandes oder was mir viele Leute geschrieben haben, also oder die Bibel hochgehalten haben von, das gibt es nicht oder so, ja, also das und was das aber letztendlich alles zeigt, inklusive der großen Emotionalität, dass es eine Wirkung hat, weil wenn es keine Wirkung hätte, wenn es egal wäre, wenn es nicht die eigene Konzeptualisierung herausfordern würde, dann bräuchte ich nicht irgendwas zu reagieren darauf, sondern dann würde ich es einfach an mir vorbeiziehen lassen und denken, naja, wieder irgendeine Person, die irgendwas macht oder so. Ja, also deswegen glaube ich, dass Sprache ein unglaubliches Potenzial dazu hat, unsere Wirklichkeitsvorstellungen zu beeinflussen. Also als ein Beispiel, was jetzt vielleicht jenseits dieses Rahmens ist, dazu Robin Wall Kimmerer, eine indigene Botanikerin aus den USA, hat einen Artikel, ein Kapitel geschrieben in dem Buch Braiding Sweetgrass, wo es darum geht, dass die Sprachsysteme, in denen wir hier unterwegs sind, also westeuropäische Sprachen, immer zwischen Menschen und allem anderen unterscheiden. Ja, also Menschen, Pflanzen, Tiere und dann gibt es noch Sachen und Objekte. Und in Powhatahomi, der indigenen Sprache von Robin Wall Kimmerer, wird zwischen Lebendigen und Nichtlebendigen unterschieden. Und zum Lebendigen gehören nicht nur Menschen, Pflanzen und Tiere, also grammatikalisch unterschieden, ja, also so wie bei uns jetzt so ein Genussystem, sondern auch beispielsweise Gebirge und Flüsse. Das verändert natürlich total die Vorstellung, die wir auch von uns als Menschen in einem größeren Gefüge haben, was hier vollkommen unvorstellbar gerade ist, also wie, was sollte das denn sein, wenn jetzt irgendwie Berge und Menschen das gleiche Genus haben, weil das das Lebendige ist oder sowas, ja. Aber natürlich prägt das unsere Weltsicht und prägt, wie wir uns anderen Menschen und anderen Lebendigen gegenüber verhalten, welche Sprache wir benutzen und wie offen wir dazu sind, dass Sprache sich immer verändern wird. Also das auch noch als vielleicht letzter Punkt am Anfang direkt. Ich glaube, dass Sprache unglaublich dynamisch ist und zwar so dynamisch wie auch Diskriminierungssysteme. Das heißt, immer eine Regel aufzustellen, das wäre jetzt eine korrekte Ausdrucksweise, halte ich für kontraproduktiv, sondern auch sprachliche Handlungen müssen sich kontinuierlich immer wieder dem anpassen, wie der Diskurs gerade ist und wie Diskriminierungen sich realisieren, auch über Sprache eben. Danke. Danke, wow, da waren jetzt schon so viele Punkte drin bei beiden. Ich würde jetzt vielleicht mal hier und da Aspekte rauspicken. Shada, du hast schon über dein
Buch Radikale Zärtlichkeit gesprochen. Und neben dem Kapitel über Sprache hast du in dem Buch direkt nach der Einleitung auch ein kleines Glossar für komplizierte Begriffe eingefügt. Und dazu gehören so Begriffe wie binär, rassifiziert oder biologistisch. Und ich fand das ganz spannend, weil in meiner Erfahrung ist ein Glossar eher was wie ein Vorwort ganz vorne oder ganz hinten steht und eher so ein Zusatz zum Buch ist. Und bei deinem Buch war es aber so in den Haupttext integriert. Und mich würde interessieren, warum du dich dafür entschieden hast, also erstens überhaupt ein Glossar zu schreiben, dann diesem Glossar auch noch so eine prominente Stellung zu geben wie einem richtigen Kapitel und genau, wie du dich für die Begriffe entschieden hast. Ja, danke für die Frage. Also vielleicht starte ich bei der Antwort. Also es ist eigentlich naheliegend, von meiner Vorstellung oder von der Frage auszugehen, die ich mir selber gestellt habe, als ich das Buch geschrieben habe, für wen schreibe ich das eigentlich? Also wen habe ich als Publikum imaginiert? Und wen ich mir imaginiert habe, waren eigentlich meine FreundInnen, die ich sozusagen als AdressatInnen mir vorgestellt habe und zum Teil eben auch FreundInnen, die nicht studiert haben oder eben vielleicht nicht eine gewisse, ja, einen akademischen Background haben, wie ich ihn habe und vielleicht eben auch mit gewissen Begrifflichkeiten bis dahin nicht so in Berührung gekommen sind, aber die vielleicht einfach ein emotionales und existenzielles Bedürfnis dennoch haben, sich genau mit diesen Themen zu beschäftigen, weil es sie auf jeden Fall betrifft, weil sie auch von Rassismus, Queerfeindlichkeit und sehr vielen anderen Ismen auch betroffen sind und irgendwie versuchen, auch das für sich einzuordnen und sich zu verstehen und sich eben als irgendwie auch handelnde Subjekte irgendwie wahrzunehmen, so in diesen Verhältnissen. Und da war es für mich eigentlich mehr als wichtig, dieses Glossar zu schreiben, um ein Angebot zu machen, ja, diese Menschen auch mitzunehmen. Also mir ging es auch so ein bisschen in dem Buch generell darum, einen Spagat zu schaffen zwischen vielleicht an gewisse bestehende Diskurse anzuschließen und für mich auch im Arbeitsprozess auch einen gewissen Mehrwert daraus zu ziehen. Also nicht nur das sozusagen wieder aufkauen und niederschreiben, was sowieso schon besteht, was sowieso schon gesagt wurde zu diesen Themen, sondern vielleicht Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Theorien zu machen. Und ja, und vieles passiert natürlich auch, irgendwie die Texte, mit denen ich gearbeitet habe, sind philosophische Texte von TheoretikerInnen und AutorInnen, die natürlich auch mit einer anderen Sprache arbeiten. Und ich wollte mich dem aber auch nicht verwehren und ich möchte das auch nicht irgendwie relativieren oder vereinfachen, weil manche Dinge lassen sich vielleicht auch einfach nicht so vereinfachen. Und auf der anderen Seite wollte ich eben auch so viele Menschen wie möglich halt mitnehmen. Und da war dann so ein Glossar eben, ja, für mich irgendwie ein sehr plausibler und konsequenter Anfang. Und zu den Begriffen, die ich da ausgewählt habe, ja, du hast ja gerade schon zwei Beispiele genannt, also was wie binär oder rassifiziert. Das sind Begriffe, mit denen ich sehr viel arbeite, die eben auch irgendwo dazu dienen, gewisse Logiken und Philosophien, die ich da auch versuche zu entlarven, also gewisse westeuropäische Philosophien von der Antike bis zu Philosophien der Aufklärung, die in gewissen Kategorien gedacht haben und die sich auch auf eine gewisse philosophische Tradition beziehen. Im Versuch, das irgendwie auch zu entlarven, brauche ich vielleicht auch die Begrifflichkeiten, um ja gewisse Systeme auch zu beschreiben. Und ja, dazu gehört halt sowas wie binär, also binär nicht nur in Bezug sozusagen auf eine binäre Kategorisierung von Geschlecht, aber auch generell diese Binaritäten, die das westliche Denken durchziehen, also auch in sowas wie eben, ich fand das Beispiel von Lan eben sehr, sehr spannend, also was wie Natur und Kultur, also Mensch und Umwelt und das da draußen oder Körper und Seele und so weiter und so fort. Und eben um auch die Ursprünge davon irgendwo auch, ja, auch gewisse Muster auch in diesem System zu offenbaren, braucht es manchmal gewisse Begriffe oder ich brauche gewisse Begriffe, mit denen ich dann arbeite, aber die ich eben auch vielen Menschen dann versucht habe, verständlich zu machen. Genau.
Aber es waren am Ende auch gar nicht so viele. Ich glaube, so dieses Glossar hätte ich noch unendlich so weiterführen können, weil ja, letztendlich wird es wahrscheinlich immer noch Begriffe geben, mit denen ich in dem Buch ganz selbstverständlich gearbeitet habe, aber die vielleicht für andere Menschen immer noch nicht ganz nachvollziehbar sind. Aber ich dachte irgendwie so, zumindest mit den Begriffen, mit denen ich sehr oft arbeite, die sollten vielleicht auch für ja, so viele Menschen wie möglich am Ende verständlich sein. Und in dem Sinne, dass sie verstehen, was ich damit meine. Ja. Ja, danke für diesen Einblick in die Gestaltung deines Buches. Lan, du bist auch involviert darin, Bücher zu gestalten, herauszubringen. Und der Verlag, den du mitgegründet hast, der geht sehr kreativ mit Sprache um. Und ja, auch mit, wie du eben schon angesprochen hast, mit Sprache als Handlungen. Und kannst du vielleicht ja, noch mal ein bisschen was zu dem Verlag überhaupt sagen und genau, wie im Verlag diskriminierungskritisches Handeln sprachlich verstanden wird. Du bist noch stumm geschaltet? Ja, der Verlag ist 7 Jahre jetzt alt, also noch echt ein sehr, sehr junger Verlag und ist ganz klar ein Non-Profit-Verlag. Und ich habe den gegründet aus dem Wunsch heraus, dass es nicht jedes Mal eine Diskussion geben muss, dass Sprache eine Handlung ist und ob es okay ist, eine neue Sprachform einzuführen oder ein Wort wie rassifiziert zu benutzen, also was jetzt ein Beispiel von Shaders Glossar ist, ja, sondern dass das Programm ist, dass es Programm ist, zum einen eine diskriminierungskritische Sprache zu benutzen und zu zeigen, dass das geht, dass das verständlich ist, dass das nicht umständlich ist, dass das die Bücher nicht doppelt so lang macht. Die Frage bei Verständlichkeit ist ja auch immer, für welche Personen sind Sachen unverständlich und für welche Personen ist es überlebenswichtig, sich mal vorzukommen in einem Buch und nicht immer ausgegrenzt zu fühlen. Für welche Person ist es super wichtig, nicht über Sachen hinweglesen zu müssen, weil immer die gleichen rassistischen Begrifflichkeiten in Romanen drin sind bei großen Verlagen, also in Übersetzungen. Also und aus all diesen Beweggründen heraus, plus, dass ich Lust hatte, etwas freier gestalten zu können. Also zum Beispiel auch, und das zeichnet, glaube ich, die meisten unserer Bücher mittlerweile aus, dass sie, ich würde sie jetzt mal Genre-Crossing nennen, haben. Also dass es nicht mehr so deutlich ist, ist jetzt ein Sachbuch oder ein Essay oder ein Roman oder ist es ein Spoken-Word-Stück oder ist es vielleicht eine Mischung aus all dem. Weil es geht ja nicht nur um die einzelnen Wörter, die diskriminierend sind, sondern auch diese ganz klaren Genre-Vorgaben, die es gibt eben, ja. Und dass Menschen, die diskriminiert werden, für sich selbst sprechen können. Das war auch eines der ganz, ganz wichtigen Anliegen, ja. Und dass Menschen, die eine Erfahrungsnähe haben zu den Diskriminierungsformen, die Übersetzungen machen. Und also diese Gorman-Diskussion, die haben, also das war, es ist total spannend, dass das jetzt ist, weil das war für uns so Voraussetzung von drüber nachzudenken, wie wir Sachen machen wollen eben, ja. Dass es natürlich ein Erfahrungswissen gibt, was mega wichtig ist und aber auch eine Zielgruppe. Und zwar ist unsere erste Zielgruppe immer die Personen, die diskriminiert werden. Aber genau das, worum es in den Romanen oder Büchern eben geht. Und ich glaube, dass jede Person unglaublich viel davon lernen kann. Also ich kann ganz klar sagen, während meiner akademischen Zeit habe ich sicherlich mit am meisten von Audre Lorde gelernt, weil Audre Lorde positioniert als schwarze, lesbische Feministin ihre eigenen Erfahrungen explizit eingebracht hat. Und daraus habe ich dann auch für mich abgeleitet von, was schreibe ich so, als wäre ich objektiv, ja, also was ist das, ja, also und was macht das eigentlich mit Welt, also auch einen dezidiert anderen Ansatz zu haben, also wir sind kein akademischer Verlag, sondern wir sind ein aktivistischer Verlag und hoffen für alle Leute, also witzigerweise hat gerade das Börsenblatt gefragt, weil wir haben gerade den Deutschen Verlagspreis bekommen, zusammen mit 60 anderen Verlagen, was natürlich genial ist, weil es echt eine Grundfinanzierung ist für ein halbes Jahr. Und das Börsenblatt hat gefragt, ja, Sie sind ja so ein Nischenverlag für queere Leute. Und ich habe das Gefühl, nee, wir sind überhaupt kein Nischenverlag für queere Leute, sondern wir sind ein Verlag, der Diskriminierungskritik macht und versucht, unterschiedliche Medien dafür zur Verfügung zu stellen und die auch sprachlich umzusetzen. Also wir haben auf unserer Webseite auch ein Style-Sheet für Übersetzungen,
Das wird auch viel diskutiert und viel rumgereicht und so weiter. Und das ist auch immer in Überarbeitung natürlich. Aber um zu sagen, natürlich braucht es da Diskussionen zu und natürlich muss sich da etwas verändern und ist es wichtig, da andere Diskussionen zu haben. Also, und wir haben also sehr, sehr spannende Diskussionen im Laufe des Verlags jetzt schon gehabt dazu. Also zum Beispiel bei Octavia Butler, Kinwick, dem sehr, sehr wichtigen postkolonialen Roman, hatten wir eine lange Diskussion dazu, wie rassistische Termini übersetzt werden oder nicht. Und dann gab es eine große Umfrage in der schwarzen Community in Berlin dazu, was die schwarze Community will. Und das war eine super spannende Diskussion, weil es natürlich nochmal ganz andere Schwerpunkte in den Entscheidungen setzt, als wenn wir immer von so einem hegemonialen, weiß gedachten Publikum ausgehen dazu. Ja, ja, deswegen, also das ist Teil des Projektes, zu sehen, wie Sachen positioniert stattfinden können und wie wichtig dieses Erfahrungswissen ist, beispielsweise auch bei der Covergestaltung. Ja? Also, dass es nicht egal ist, welche Person das Bild zur Verfügung stellt, um daraus dann hinterher ein Cover zu bauen und so. Ja, genau. Ja, danke für diese spannenden Einblicke. Interessanterweise war auch Miriam Lüning, die Übersetzerin von Kindred, bei unserer letzten Veranstaltung zu Gast. Da haben wir auch ausführlich darüber gesprochen. Genau, und jetzt hast du schon das Thema Übersetzen angesprochen, das bei Machtsprache und Artificially Correct auch von zentraler Bedeutung ist. Und genau, wir sprechen ganz viel mit verschiedenen ÜbersetzerInnen, die entweder ins Deutsche oder aus dem Deutschen übersetzen. Und ein Thema, das dabei immer aufkommt, ist ganz konkret auch das Gendern. Im Deutschen ist eine Geschlechtszuschreibung ja auch grammatikalisch schon verankert. Und genau, diese Zuschreibung ist ganz besonders relevant, wenn es um Personenbezeichnungen geht. Und mich würde interessieren, was ihr ÜbersetzerInnen empfehlen würdet oder Personen, die übersetzen, studieren und auch genau so vielleicht, was verschiedene Genres tatsächlich angeht, also von journalistischen Texten, da kannst du vielleicht auch was zu sagen, Shader, noch, und aber auch eben Sachbücher oder Romane oder Lyrik. Sag ich mal. ja, ich muss sagen, jetzt im journalistischen Bereich habe ich jetzt relativ... Ich glaube, da wird ja grundsätzlich sowieso sehr wenig übersetzt. Vielleicht würde ich da generell bei Text im Allgemeinen ansetzen. Also, oder ich habe ja sogar auch in meinem Buch zum Teil gewisse Songtexte aus dem Türkischen ins Deutsche übersetzt. Und bin da auch total, ja, einfach auch an die, nicht an die Grenzen gestoßen, weil diese Grenzen sind mir ja leider von Anfang an bewusst geworden, aber habe auch gesehen, inwiefern das einfach so einen Text total entfremden kann, wenn man ihn halt aus einer geschlechtsneutralen Sprache wie der türkischen, also wo die Pronomen zumindest und Substantive keine spezifische geschlechtliche Zuweisung haben, ins Deutsche übersetze und was das eigentlich für eine Schwierigkeit mit sich bringt und so viel, was eigentlich dann in diesem türkischen Lied auch irgendwo hybrid ist oder doppeldeutig, auf eine angenehme Art und Weise doppeldeutig, wo die Adressatin, der Adressat, die Adressatin, AdressatInnen einfach irgendwie ja auch ein bisschen den Zuhörenden überlassen werden, gewisse Leerstellen auch zu füllen, also in ihrer eigenen Imagination und Kreativität. Also wer wird da gerade eigentlich angesprochen und aus welchen Motiven heraus? Also es geht in dem konkreten Fall etwa um ein Lied mit einem sehr politischen Background eigentlich, wo in dem Lied auf Türkisch eine Person als Arkadaş adressiert wird, also als Freundin. Und wenn ich das ins Deutsche übersetze, klingt das irgendwie direkt so ein bisschen nach einem Liebeslied, also so einem klassischen romantischen Liebeslied, weil auf irgendeine Art und Weise diese vorher hybrid unbesetzt bleibenden ja, Subjektzuschreibung irgendwie besetzt werden müssen. Und da bin ich, habe ich sehr gestrauchelt, muss ich sagen. Aber was mir heute zum Beispiel als so ein positives Beispiel eingefallen ist, ist ein Text der Autorin Nadire Biskin,
die mal in einem Sammelband, da heißt Flexen und Flanösen, einen Text geschrieben hat und wo sie dann konsequent das türkische Pronomen O, also O, das ist einfach ein O, das ist für, das ist eben in dem Sinne geschlechtsneutral, benutzt hat, um eben die handelnde Person in dem Text zu beschreiben. Und das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne kreative Idee, weil da einfach sozusagen aus anderen Sprachen zu schöpfen und sie auf irgendeine Art und Weise auch zu integrieren in einen Text, den ich als Autorin auf Deutsch schreibe und dass das eben auch möglich ist. Ich glaube, dass es in journalistischen Texten vielleicht ein bisschen schwieriger ist, auf diese Art und Weise zu experimentieren, allein aus dem Grund, weil ja der Journalismus ja das Problem hat, dass er immer sehr krasseren, auch so marktökonomischen Zwängen irgendwie hinterherrennen muss und JournalistInnen Angst haben müssen, dass sie Lesende nach drei Zeilen verlieren, wenn diese den Text nicht irgendwie plausibel finden oder sich nicht abgeholt fühlen. Zumindest ist das, was immer von ChefredakteurInnen so ein bisschen prophezeit wird. Weshalb ich zum Beispiel auch nochmal zum Thema Glossar zu kommen, total glücklich war, dass ich diesen Luxus hatte, einfach mal ein Glossar zu schreiben mit den Begriffen, mit denen ich arbeite und die irgendwie mal zu beschreiben und aus meiner Sicht verständlich zu machen, anstatt sie eben, dass sie in journalistischen Texten dann einfach rausgekürzt werden, weil KollegInnen davon ausgehen, dass andere Menschen nicht in der Lage sind, überhaupt sowas verstehen zu können. Oder weil es eben sowieso keinen Platz gibt, diese Begriffe erstmal vielleicht zu erklären und eine gewisse auch journalistische Selbstreflexion an den Tag zu legen und irgendwie mal darüber zu sprechen, warum benutzen wir als JournalistInnen die oder die Begriffe. Genau das und vielleicht noch als dritten Punkt beim Thema Übersetzung, was mir auch tatsächlich bei journalistischen Texten, aber auch immer wieder bei anderen Texten, auch bei Sachbüchern, die zum Beispiel aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt werden, auffällt, zum Beispiel auch an einem Buch, was ich hier ganz zufällig gerade lese, von Jody Dean, das heißt eigentlich Comrades, auf Deutsch Genossen. Ich habe es mir auf Deutsch geholt, weil ich dachte, es ist einfacher und merke, dass die Übersetzung ein bisschen daran, nicht so ganz mit der Herausforderung offenbar zurechtkommt, gewisse Sinnzusammenhänge aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen und so zu übersetzen, dass sie im deutschen Kontext irgendwie ersichtlich oder sinnhaft sind. Also zum Beispiel, da stehen auch immer noch gewisse Dinge, dass zum Beispiel Person of Color oder Colored People einfach eins zu eins ins Deutsche übersetzt wird. Und wir haben generell, finde ich, oft das Problem in Debatten, die wir auch in Deutschland zum Thema Rassismus oder Kolonialismus und so weiter und so fort führen, oft das Problem, dass gewisse Diskurse und auch gewisse Zuschreibungen und Beschreibungen und Selbstbezeichnungen aus dem US-amerikanischen Diskurs versucht werden, eins zu eins ins Deutsche zu übersetzen oder in einem deutschen Diskurs auch so ein bisschen aufgedrückt werden. Ich finde zum Beispiel so Begriffe wie People of Color oder Person of Color, was sich ja schon ziemlich durchgesetzt hat in den letzten Jahren, im deutschen Kontext zum Beispiel immer wieder sehr, sehr kompliziert, also nicht zutreffend, weil zum Beispiel ist eine Person, die von antislawischem Rassismus betroffen ist, eine Person of Color. Ja, obwohl sie sozusagen von den Gesichtsmerkmalen oder von der Hautfarbe eigentlich weißen deutschen Personen ähnelt und so weiter und so fort. Und es fehlt generell eine, finde ich, Debatte und eine gewisse Konkretisierung und auch eine gewisse Akzeptanz auch der Komplexität über die Dinge, die wir sprechen in einem spezifisch deutschen Kontext und dass wir Sachen einfach nicht übertragen können, zum Beispiel aus einem US-amerikanischen Kontext. Was aber wiederum auch damit zu tun hat, dass die deutsche politische Debatte und der politische Diskurs in Deutschland, was diese Themen betrifft, einfach sehr, sehr arm und kläglich ist. Das sind irgendwie so Gedanken, die mir so unmittelbar dazu einfallen, genau. Danke. Lan, möchtest du gleich anschließen? Ja, gerne. Also fällt mir auch unglaublich viel zu ein. Also Übersetzung ist für mich immer eine Interpretation und das alleine schon mal, also es gibt jetzt nicht die richtige Übersetzung, sondern es geht immer darum, sich klarzumachen, warum wähle ich welche Interpretation und das braucht immer viel, viel Auseinandersetzung, finde ich, und das hat bei uns jetzt beim Verlag dazu geführt, dass eigentlich
fast jedes Buch, es sei denn, es ist so ein 20-Seiten-Heftchen, kriegt ein Nachwort der übersetzenden Person und manchmal auch ein Nachwort des Verlags noch genau zu diesem Thema. Warum haben wir welche Entscheidungen getroffen? Also um das transparent zu machen und um zu sagen, klar, haben wir jetzt hier interpretierend eingegriffen in diesen Text, aber dass es total wichtig ist, deutlich zu machen, warum eben genau manche Übertragungen aus dem US-amerikanischen Englisch jetzt ins Deutsche beispielsweise, also ich denke zum Beispiel an das Buch von Shelley Mitchell, eine indigene US-amerikanische Person, da haben wir natürlich jetzt nicht die Begriffe genommen, die vielleicht im US-amerikanischen da drin stehen, sondern haben Indigene genommen, ja, also um bestimmte Begriffe zu ersetzen, ja, weil in Deutschland bisher ist ja anti-indigener Rassismus sehr von romantisierenden Bildern um Karl May rumgeprägt, würde ich mal sagen. Und das, also wie kannst du sowas gut machen dann eben? Wie kannst du da andere Ausdrucksweisen finden? Oder der Ausdruck Clan, also Clan, kommt sehr, sehr häufig vor. Ja, da haben wir jetzt nicht Clan genommen im Deutschen, ja. Auch wenn dir jedes Online-Lexikon dann Clan anbieten würde, ja. Und das sind dann manchmal auch ganz schön lange Diskussionen mit ÜbersetzerInnen dann zu führen, ja. Aber ich halte das für total wichtig, also das zu machen, und das dann nochmal, das dann auch nochmal explizit zu machen und transparent zu machen und zu sagen, ja, vielleicht haben wir jetzt nicht die allerbeste Entscheidung getroffen, aber das sind die Prämissen, nach denen wir entschieden haben, wie wir hier übersetzt haben und warum es vielleicht wichtig ist, dann neue Wege zu finden tatsächlich. In Bezug jetzt auf Gender würde ich gerne noch ergänzen, dass ich das immer wichtig finde, also klar, es gibt ja, ist natürlich wunderschön aus genderfreien Sprachen oder die jetzt nicht etwas grammatikalisch markieren in der gleichen Form ins Deutsche zu übersetzen, das ist eine mega Herausforderung, ja. Und ich finde es da wichtig, was wir jetzt auch in Wie schreibe ich divers deutlich gemacht haben und das finde ich hilft für Übersetzung, aber genauso zu überlegen, wann gibt es schon einen subtilen Gendertext eigentlich, jetzt im Englischen beispielsweise, und macht es dann Sinn, das genderfrei zu übersetzen oder würde damit eigentlich Sexismus oder Genderismus eigentlich unsichtbar gemacht? Ja, also das immer noch mal genau zu überlegen, wie will ich das denn jetzt übersetzen, ohne dass ich dann Diskriminierungsstrukturen selber auch noch mal reproduziere eben. Ja, und deswegen schlagen wir eben 3 verschiedene Strategien vor, die immer abgewogen werden müssen. Also entweder genderfreie Formen zu finden. Ganz häufig, finde ich, geht es gut, über Handlungsformen zu gehen, also nicht Student mit Student zu übersetzen, sondern Mensch, der studiert oder Person, die studiert oder sowas. Also da einfach eine andere, also mehr in so eine Handlungsebene reinzukommen und weniger in so eine Identitätskategorie. Dann genderinklusiv zu übersetzen, also ob jetzt Sternchenform oder Doppelpunkt oder was auch immer dann gerade. Und da finde ich es auch wichtig, dass es verschiedene Formen geben darf. Also das ist jetzt nicht, wir brauchen da jetzt nicht ein neues einheitliches Regelwerk. Ich glaube, alle haben jetzt verstanden, dass Sonderformen heißen Diversität in Bezug auf Gender eben, ja. Oder, und das ist eigentlich meine Lieblingsstrategie, die aber am unpopulärsten ist, ist die Diskriminierungsstruktur zu benennen. Also statt Frauenwitze, sexistische Witze zu sagen. Also zu benennen, worum es eigentlich geht. Und zwar um die Diskriminierung. Das würde nochmal einen großen Unterschied machen. Also wenn wir das immer explizit machen würden eben, ja. Also das heißt, da gibt es für mich auch nicht so eine 1-zu-1-Lösung. Also wenn es jetzt eine App geben soll oder so, ja, sondern das muss ich wirklich kontextsensibel mir angucken, ja, und es sollte verständlich sein, also wie Shader jetzt gerade gesagt hat, also am liebsten für mich auch ohne Glossar, sondern innerhalb des Textes, der Text soll verständlich sein und ich finde, ich habe da auch für mich selbst einen hohen Anspruch an, ich kann mich ausdrücken und kann verständlich sein, ohne dass es akademisch werden muss, ja, und muss nicht diskriminieren damit, ja, und das braucht dann vielleicht ein bisschen mehr Erklärung im Text oder sowas, ja, und da dann gute Wege zu finden, wie das zu machen ist bei Übersetzungen, ja, was eine Herausforderung ist, aber eine coole Herausforderung ist, und mit coolen übersetzenden Personen zu arbeiten, die da auch Lust drauf haben, das ist echt eine, ist ein Geschenk tatsächlich, weil du so differenziert über Sprache nochmal nachdenken kannst, ja, also das wären, also differenziert zu gucken, nicht nach einer Regel und einer Lösung zu gucken und Sachen transparent zu machen und neue Sachen auszuprobieren tatsächlich auch. Also wären da meine Vorschläge zu. Ja, kann ich ja ganz kurz noch ein Beispiel zu geben zu dem, was Lan gerade gesagt hat. Das fand ich nämlich sehr interessant, weil Lan, du erwähntest ja eben auch, genau, dass ihr dann im Verlag dann auch ein Nachwort stellt, also wo ihr nochmal transparent macht, warum ihr etwas so oder so übersetzt habt. Und letztens gab es einen Fall, wo mir das zum Beispiel sehr geholfen hätte. Da gab es einen großartigen Gedichtband der ja, Dichterin, Aktivistin Semra Ertan, die türkische Lyrik verfasst hat und ja, die Schwester und die Nichte haben gemeinsam ein Gedichtband herausgegeben.
und die Gedichte von Semra Erdhan versammelt und sie im türkischen Original auf der linken Seite und dem immer eine rechte, auf der rechten Seite eine deutsche Übersetzung entgegengestellt. Und sehr oft funktioniert das sehr, sehr hervorragend, aber an manchen Stellen gibt es dann zum Beispiel das Problem, dass im Türkischen das Wort Volk, was auf Türkisch Halk ist, also H-A-L-K, und ein Begriff, der auch von Semra Erdhan als eine linke aktivistische Poetin sehr oft verwendet wird, weil der Begriff Halk, also Volk, im Türkischen eine ganz andere Konnotation hat als das Völkische sozusagen im Deutschen. Also da eher eine politisch linke Kategorie ist, eine irgendwie solidarische Kategorie, die, also wenn jemand Halk sagt, weiß man eigentlich schon, aus welchem Kontext eine Person über eine Gemeinschaft spricht. Und ich habe dann gemerkt, dass die ÜbersetzerInnen offenbar ja sich nicht ganz getraut haben, das sozusagen im Deutschen auch mit Volk zu übersetzen, aus Gründen, weil es im deutschen Kontext ganz anders und auch einer ganz anderen Geschichte verbunden ist, aber dann zum Teil eben den Begriff dann mit eine Gruppe von Menschen übersetzt hat. Was in manchen Kontexten funktioniert hat, aber in anderen auch irgendwo den Text wieder entpolitisiert hat. Und da dachte ich zum Beispiel, es wäre großartig gewesen, wenn die ÜbersetzerInnen an manchen Stellen vielleicht doch das Wörtchen Volk benutzt hätten und dann hätte es irgendwie eine Seite später einen kleinen Absatz mit einer Erklärung gegeben, was das eigentlich vielleicht im Türkischen bedeutet und wie da die Konnotation eigentlich liegt. Nur so als, was mir gerade so eingefallen ist, zu Lanz, Hinweis. Ich würde auch gerne noch zwei Ergänzungen machen. Das eine ist, dass wir, also jetzt auch bei Sherry Mitchell, Sherry Mitchell ist ein sehr binär geschriebenes Buch, also es gibt, oder zweigeschlechtlich geschriebenes Buch, ja, also es gibt Frauen und Männer und es ist auch sehr heteronormativ in einer bestimmten Weise und also es geht jetzt auch nicht darum, Bücher anders zu machen, als dass sie sind, ja, aber wir haben da sehr, sehr deutlich auch nochmal gemacht dann in dem Nachwort, dass es immer ein aktivistisches Lesen möglich ist. Also ich meine, das machen Menschen, die queer sind, sowieso die ganze Zeit, dass sie Sachen aktivistisch lesen und nicht eine heteronormative Zweigeschlechtlichkeit die ganze Zeit immer im Lesen auch wiederholen. Ja, das heißt, ich habe auch eine lange Einübung darin, Sachen anders vorzulesen und dass wir dazu Leute auch nochmal eingeladen haben dann. Ja, also dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen müssen, sondern dass sie die Sachen auch aktivistisch lesen können. Und das andere, was ich jetzt noch anführen wollte, war, es gibt ja von Anne-Garetta Sphinx, diesen französischen Roman, der in den 80er Jahren geschrieben worden ist, und Anne-Garetta sagt, da kommt kein Geschlecht drin vor. Also es geht eigentlich um die Geschichte von zwei Personen und schreibt es auf Französisch, eine extrem stark gegenderte Sprache, ohne Gender. Und der ist dann übers Englische, also vor 3 Jahren, ins Deutsche auch gekommen. Ja? Also wir rezipieren ja wenig direkt aus anderen Sprachen. Und ich war total gespannt, ob das geht, im Deutschen so eine Zweiergeschichte genderfrei zu schreiben. Und ich sagte, ja, natürlich finde ich das auf jeden Fall. Und nach der Hälfte des Romans fand ich es total spannend, für mich zu merken, was mache ich eigentlich? Weil ich wünsche mir immer genderfreie Ausdrucksweisen. Und jetzt bin ich irgendwie gebannt damit, die ganze Zeit zu gucken, ob ich jetzt hier doch die Genderung drin finde, ja. Und ich muss sagen, es funktioniert wunderbar und der ist jetzt nicht holperig oder schwierig geschrieben oder so, der Roman. Also auch die Übersetzung, ja. Also eine ganz tolle Übersetzung finde ich auch. Aber da, nur zu sagen, ja, es ist jetzt nicht, also da ist kein neues Wort drin oder so, ja. Also es ist kein sprachkreative Ausdrucksweisen drin, aber es geht, ja. Und aber auch gleichzeitig, boah, krass, wie stark wir über Gender gehen die ganze Zeit, dass das der Roman auch in den 80er Jahren schon dafür gefeiert worden ist, dass das ein Roman ist, der nicht Gender herstellt für die ProtagonistInnen. Danke, den Roman muss ich, glaube ich, unbedingt mal lesen. Ich habe noch eine ganze Reihe Fragen, aber ich möchte auch das Publikum noch einladen. Wer würden so in 10 Minuten schon wieder Schluss machen. Also falls Sie Fragen haben, bitte gerne im Chat stellen. Dann, und zu dem, was du gerade gesagt hast, du meintest, in dem Roman sind keine unbedingt kreativen Neuschöpfungen, aber im Verlag arbeitet ihr ja mit kreativen Neuschöpfungen teilweise. Könntest du die vielleicht oder Beispiele geben oder kurz vorstellen? Wie schreibe ich divers? Haben wir eine neue Form als genderfreie Form eingeführt, weil ich finde, es braucht den Mut, tatsächlich Sprache zu verändern. Und das, was wir immer glauben, das ist das System und das ist die Grammatik, das sind natürlich Konstruktionen und zwar extrem machtvolle,
hegemoniale Normalisierungen eines bestimmten Sprachgebrauchs. Es ist nicht jenseits von Sprachgebrauch, ja, sondern es ist das, worauf eine Gesellschaft sich geeinigt hat. Und oh Wunder, natürlich sind das patriarchale Sprachnormen in irgendeiner Weise. Ja. Das heißt, ich finde, es braucht den Mut, auch da immer wieder zu sagen, ja, das stimmt so für mich nicht. Und ich würde gerne mich anders ausdrücken auch. Und wir haben also neben männlichen und weiblichen Formen genderspezifizierend, haben wir jetzt die Endung ENS, also der Mittelteil aus Mensch, vorgeschlagen als eine genderneutrale Endung, also Studierens. Das also statt ER oder IN für Männlichkeit und Weiblichkeit zu ersetzen. Und das liest sich total locker und der bestimmte Artikel ist Dens, der unbestimmte ist Ens und also das Pronomen ist Ens und so weiter. Also das ist mega einfach alles. Wir haben auch ganz viele Beispieltexte drin, um zu zeigen, dass das ganz kurz und einfach ist, weil es gibt natürlich viele Texte, da brauchen wir jetzt nicht eine Gender-Inklusivität. Also immer, wenn es um so allgemein verbindliche Texte geht, wie jeder Student muss, wenn er anfängt zu studieren, seine Immer-Bescheinigung hier und da abholen, da brauchen wir jetzt nicht jede Sternchen eher Student, Sternchen in so einem allgemein verbindlichen Normentext, finde ich, sondern da wäre so eine neutrale Form total schön. Natürlich würde es auch gehen, alle Personen, die studieren müssen, das machen oder so. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten da. Ich bin gerade ganz glücklich mit dieser Ens-Form, weil die sich auch so gut ausspricht. Was wir auch machen, das mache ich aber schon sehr lange, das haben wir, glaube ich, vor 15 Jahren, habe ich das mal in einer Gruppe von Leuten, da hatten wir ein Buch geschrieben, Feminismus schreiben lernen, geschrieben, und dass wir diese Sonderzeichen, damals war es noch der Unterstrich, heute ist ja eher Sternchen oder Doppelpunkt, nach dem gedachten Wortstamm setzen und nicht zwischen den konventionellen männlichen und weiblichen Formen, weil damit würde das wieder als Pole auch so aufgerufen eben, ja. Vom Prinzip her würde es in der Schriftsprache natürlich reichen, es wäre der Wortstamm und ein Sternchen, dass das Sternchen immer andeutet, ah, es geht um Menschen, finde ich, ja, das fände ich noch viel schöner. Aber ich mache das immer so, dass es gut aussprechbar ist eben, ja, also dass das nicht ein festen Ort braucht, ja. Und ein drittes Beispiel vielleicht noch ist behindert, das H groß zu schreiben. Das ist keine Erfindung von uns, sondern das haben wir aus der Disability-Bewegung übernommen, ja, sondern damit wird deutlich gemacht, es gibt Hindernisse. Menschen werden behindert, Menschen sind nicht behindert, und das soll das große H heute deutlich machen eben. Also, und die andere Sachen wie schwarz groß zu schreiben als eine empowernde Selbstbenennung von Menschen, die durch Rassismus diskriminiert werden, und weiß schreiben wir klein und mit einem kursiven W, um ganz deutlich zu machen, es ist keine Identitätsbenennung, sondern es ist eine analytische Benennung der privilegierten Position in Bezug auf Rassismus. Das erklären wir auch immer wieder in Fußnoten oder im Text hinten drin. Das ist aber ja gang und gäbe eigentlich, also das ist ja von Maisha Eggers und anderen in Mittenmasken Subjekte vor auch 20 Jahren, glaube ich, oder so eingeführt worden, und für mich macht das totalen Sinn. Also da auch, da benutzen wir ja auch nicht die korrekte Grammatik, sondern verändern die Grammatik. Schwarz-Russ zu schreiben ist wunderbar, finde ich. Ja, also einfach zu gucken, was brauchen wir? Und natürlich ist die Sprache, die die Gesellschaft erstmal vorgibt, ist diskriminierend als System. Also muss ich auch systemrelevante Entscheidungen da vielleicht treffen. Ja, danke für diese Einblicke. Ich würde sagen, eine letzte Frage von mir und dann schauen wir in den Chat. Wieder für euch beide. Seid ihr mit eurem Umgang mit Sprache schon mal auf Schwierigkeiten oder Widerstände gestoßen? Und wenn ja, wovon ich eigentlich fast ein bisschen ausgehe, wie geht ihr dann damit um? Tja, wenn ich jetzt damit anfangen würde, als Person, die auch zum Teil für etablierte Traditionsmedien gearbeitet hat, könnte ich bis morgen früh, glaube ich, erzählen. wie gehe ich damit um? Das kommt immer natürlich auf den Kontext an. Also ich habe auch KollegInnen, die sagen, wenn Medien nicht zum Beispiel dazu bereit sind, mit einem Sternchen zu gendern oder eben nicht über diese binäre Form hinausgehen wollen oder über das generische Maskulinum, dass sie für diese Medien nicht schreiben. Und ich finde das auch total legitim. Ich würde das aber auch nicht sozusagen zu einem Muss für alle erklären, weil manchmal sind vielleicht Inhalte so relevant und brauchen diese Plattform gerade, dass Menschen dann auch darüber hinwegsehen.
Ja, aber ich kann da jetzt gar nicht so. Also ich glaube, ich könnte sehr viel dazu erzählen, aber wenn ich erstmal damit anfangen würde, deswegen, und wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, vielleicht überlasse ich vielleicht die Antwort doch nochmal lieber Lan. Ja, also ja, natürlich. Also es gibt ganz, ganz viel. Ich würde sagen Abwehr und diese. Also wenn Sachen respektvoll sind, dann diskutiere ich mit Menschen. Aber in der Regel ist nur, wenn Menschen den Mund öffnen, heißt es nicht, dass sie kommunizieren wollen, sondern manchmal ist es auch Gewalt. Also und dann auf die Gewalt reagiere ich nicht. Ja, aber es ist natürlich immer schön zu sehen, dass es eine immense Wirkung hat offenbar, weil sonst müssten Menschen, was ich vorhin schon gesagt habe, nicht so aufgeregt und aufgebracht darüber reden. Also ich meine, wenn ich die alle behalten würde, die ganzen Bibeln, die ich geschickt kriege, um mich wieder auf den richtigen Weg zu bringen oder so, das sind ja keine Kommunikationsangebote, sondern es sind Zurichtungen zu mir zu sagen, hier, dich gibt es nicht und du hast so und so zu sein und wir benutzen einen Namen, den du nicht wählst und so weiter, ja. Das heißt, wenn Menschen respektvoll sind, dann ist es auch sehr spannend zu diskutieren und zu verstehen, wo die Abwehr ist, was es ist. Gerade ist ja dieses Argument von diskriminierungskritische Sprachveränderungen sind elitär. Das ist das einzige Argument übrigens, was ja in den 80er Jahren wirklich dazugekommen ist, ja, was ja total spannend ist. Also ich meine, die Sachen sind nicht an der Uni gegründet worden, ja. Die Uni ist sehr konservativ, die kommt immer am Ende noch mit dazu. Sondern Sprachveränderungen ist das, was Menschen, die diskriminiert werden, machen, um zu überleben, um sich selber verständlich zu machen. Und es ist immer ein Angebot, mit anderen in Kontakt zu gehen, ja, zu sagen, hier, ich möchte anwesend sein. Das, so möchte ich gerne benannt werden. Also es ist eine wunderschöne Geste, wenn wir bereit wären, darauf einzugehen und nicht immer das Gefühl hätten, es nimmt mir was weg oder das zerstört mein Weltbild oder was auch immer eben. Ja? Das heißt, wenn Sachen respektvoll sind, finde ich, dann ist es super spannend zu diskutieren und dann finde ich es auch sehr schön zu hören, was Sachen mit Menschen machen eben. Ja, wenn auch Menschen mir zuhören können. Aber wie gesagt, wenn Menschen den Mund aufmachen und gewaltvoll sind und gar nicht zuhören können, also nicht bereit sind, eine andere Meinung stehen zu lassen und auch diskriminierte Positionen als Autoritäten zu bestimmten Entscheidungen wahrzunehmen, dann würde ich nicht weiter diskutieren darüber in dem Kontext. Ja, danke für die Einblicke. Dann gibt es jetzt eine Frage aus dem Chat. Wenn ich mich richtig erinnere, bezieht sich das auf die Wort Neuschöpfungen. Gibt es Kooperationen mit dem Duden? Und wer hat die Legitimation oder vielmehr die Autorität, diese neue Sprache zu etablieren? Beziehungsweise wie kann das in bestehende Machtstrukturen eingebunden werden? Der Duden ist eine privatwirtschaftliche Angelegenheit und es ist total spannend, dass in Deutschland alle immer auf diesen Duden starren, ja. Also das ist keine Regierungsinstitution oder irgendwas, ja, sondern das ist ein Wirtschaftsunternehmen, welches sammelt, welcher Sprachgebrauch im Umlauf ist. Ja? Warum ist das Binnen-I? Also die Sprachveränderung, die feministische Sprachveränderung in den 80er Jahren nie in den Duden reingekommen. Ja, weil das die linkeste Zeitung, die der Duden angeguckt hat, ist die Welt gewesen. Also natürlich kam das Binnen-I nicht vor in den Materialien, die sie angeguckt haben. Ja? Und konnten dann immer sagen, ah, okay, das gibt es ja nicht im Deutschen, warum sollten wir es aufnehmen eben? Ja? Da hat sich ja einiges verändert seitdem. Also der Duden bringt ja auch selbst jetzt Sachen heraus, hat ja auch so Handbücher zu gendergerechten Sprachen und so weiter. Ja. Das heißt, da gibt es ja eine Bewegung. Aber der Duden, wenn er seine Aufgabe ernst nimmt, das sagt der Duden auch immer wieder, ist, er beschreibt, wie der Sprachgebrauch im Allgemeinen gerade ist. Es geht nicht darum, dass der Duden Vorschriften machen will. Ja, das ist ganz, ganz wichtig in der Sprachwissenschaft. Ja, natürlich macht er das dann implizit, je nachdem, welche Quellen er benutzt, natürlich und wie er die Sachen hinterher auswertet oder so. Aber vom Prinzip her ist es eine Beschreibung des Sprachgebrauchs. Sprachveränderungen passieren, wenn sie diskriminierungskritisch sind, immer von unten. Also es gibt keine von oben, ja, sondern das ist, wie gesagt, dann sowohl Institutionen als auch Regierungen springen ganz, ganz spät mit auf, wenn es dann gar nicht mehr anders geht. Und dann ist es auch immer wichtig, hinzugucken, inwiefern da vielleicht Sachen vereinnahmt werden, und damit politisch dann nicht mehr so relevant sind, ja. Also das immer genau anzugucken. Aber nehme ich mal ein schwedisches Beispiel, die Form hen, also Pronomen dritte Person Singular, das als neutrales Pronomen gab es überhaupt nicht im Schwedischen. Ja, es gibt nur Han und Hon.
Und aus der Transbewegung gab es das Pronomen hen, dann kam es in einem Kinderbuch vor, weil die Autorin wollte, dass jedes Kind sich damit identifizieren kann. Das war eine riesige Welle natürlich in den Medien, die aber sehr schnell abgeebbt ist. In Schweden gibt es eine staatliche Sprachpflegeorganisation, die gesagt hat, naja, warum denn nicht, hen wäre doch okay. Das heißt, da ist ein ganz neues Pronomen eingeführt worden, was auch jenseits des grammatikalischen Systems ist. Ja? Also, und das ist aber auch aus der Transbewegung gekommen, was auch gewisse Schwierigkeiten für die Transbewegung mit sich bringt, weil auf einmal ist es ein neutrales Pronomen. Für die Transpersonen war es aber ein Transpronomen. Ja? Also, und die haben eine größere Öffentlichkeit bekommen, aber gleichzeitig sind ihre Belange auch wieder irgendwie untergegangen. Ja, das heißt, es ist ein kontinuierlicher Prozess, von, dass sich immer wieder was verändern muss. Jetzt finde ich ends gut, das wird nicht die letzte Form sein, natürlich nicht, sondern es muss sich kontinuierlich verändern. Ja? Und wir müssen da kontinuierlich dranbleiben. Den Duden als Maßstab zu nehmen, halte ich für problematisch. Das ist ja so, als würde ich sagen, warum macht die Regierung das nicht? Natürlich, Diskriminierungskritik ist immer was, was auch in gewisser Weise staatskritisch ist, ja, weil es handelt sich um Strukturen. Wenn das übernommen wird vom Staat, dann habe ich sehr vorsichtig zu sein, wenn Merkel jetzt sagt, oh, komm doch mal vorbei und willst du jetzt nicht unsere Gesetze verändern. Klar, auf der einen Seite ist es schön, auf der anderen Seite muss ein Mensch sehr, sehr gut aufpassen, inwiefern das eine Vereinnahmung ist und genau darum geht, nicht mehr diskriminierungskritisch zu sein. Also wie mit dem Diversity-Begriff. Also das ist ja unglaublich. Also was heute alles unter Diversity geführt wird und welche Zeitungen Diversity-Tage an haben und so weiter, ohne dass da irgendwie inhaltlich was geschieht, ja, beispielsweise. Deswegen, das ist immer aufmerksam sein und immer Sprache wieder neu kreativ verwenden, ist es für mich. Und nicht zu hoffen, irgendwann ist die Gesellschaft soweit. Das würde ich hoffen, aber trotzdem wird es immer ein weiterer Kampf sein, glaube ich. Ja, vielleicht auch irgendwie auch ergänzend dazu. Also ich stimme da vollkommen zu und vielleicht auch eben anerkennen, dass es eben ein Prozess ist, der nie in dem Sinne abgeschlossen ist. Also ein dynamischer Prozess, wo es eben kein Ziel X gibt, wo es dann ein Duden gibt oder ein Wörterbuch oder irgendeine Art von Kanonisierung oder Institutionalisierung von Sprache und dann ist der Prozess abgeschlossen und dann waren wir erfolgreich, dann müssen wir das alles nicht mehr machen, sondern genau wie Lan ja eigentlich sagt, das ist ja auch, ich finde halt bei den Debatten, die wir auch zum Thema Sprache führen, das sind ja irgendwie auch gewisse Fragen von Anerkennungspolitik und so weiter und so fort, die wir auf einer größeren Ebene führen. Also eine gewisse Spiegelung auch von anderen politischen Debatten und Kämpfen, die auch nicht einfach irgendwann abgeschlossen sind, wenn sie irgendwie institutionalisiert sind. Also deswegen bin ich da auch immer ein bisschen skeptisch, wenn es auch darum geht, irgendwie etwas so in dem Sinne zu kanonisieren oder warum schreiben wir jetzt nicht ein Wörterbuch? Also die Frage ist, warum brauchen wir das überhaupt und warum erkennen wir das nicht an, eben als ein stetiges Aushandeln, im besten Falle auf Augenhöhe, wo wir eben gar keine Institution oder die eine Instanz brauchen, die sozusagen in ihrer Dominanz das irgendwie zusammenfasst und irgendwie versucht, ja, auch irgendwie wieder zu homogenisieren vielleicht am Ende. Also zum Beispiel, wenn ich ein Glossar zum Thema, zu dem Begriff rassifiziert schreibe, wird es 10 andere Menschen geben, die rassifiziert anders verstehen als ich. Und das ist vielleicht auch in Ordnung so. Also, weil es immer eben, wie wir eben auch schon gesagt haben, auf den ganz konkreten politischen vielleicht Kontext ankommt, auf die Dynamik, auf die Machtverhältnisse, über die wir sprechen, in denen sich Subjekte eben befinden. Und dass es da keine eindeutigen, einfachen einfach Definitionen geben kann am Ende. Ja, danke. Ich finde das eigentlich einen ganz schönen Abschluss mit so einem Appell für mehr Offenheit für sprachliche Veränderung oder Variabilität zu enden. Und wir sind auch schon 5 Minuten über die Zeit. Deshalb möchte ich mich jetzt nochmal ganz herzlich bei euch beiden, Shada und Lan, bedanken, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Ja, vielen Dank an das tolle Publikum fürs Zuhören, fürs Dabeisein und natürlich an alle, die auch im Hintergrund bei der Organisation mitgeholfen haben. Vielen, vielen Dank. Ja, mir bleibt sonst noch zu sagen, wir können noch ganz, ganz, ganz viel über diese Themen diskutieren und deshalb möchte ich Sie auch alle ganz herzlich einladen, auf machtsprache.de mit zu diskutieren und auch bei den nächsten Veranstaltungen des Projekts Artificially Correct
dabei zu sein. Ja, und dann wünsche ich allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke auch und danke an Lan auch und alle Organisierenden und Zuhörenden. Ja, ebenfalls, Seda, es war, hat total Spaß gemacht wieder. Lass uns bald wieder quatschen. Ja, genau. Prost. Das war cool, das stimmt. Genau.